So, Gräber der Gefallenen. Überall in England und auch auf der anderen Seite des Flusses von Hrefnatorp sind seltene Zeichen von gewissen Steinen erschienen. Es sind Felsen, die massiv wirken. Vielleicht reine Trugbilder, die die Geheimnisse der Alten verbergen. Erkunde höhlenartige bretonische Gräber und entdecke rätselhafte Rüstungen in die Gräber der Gefallenen. Sprich mit den Schaulustigen am Hafen der Siedlung, um damit anzufangen. Das werde ich doch mit Sicherheit tun. Hier ist übrigens das letzte Steinmännchen, was ich gemacht habe. Das befindet sich übrigens hier in Reichamtumschir. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, wie man das Ganze löst. Von daher könnte man sich das gerne auf meinem Kanal auf YouTube angucken. So, wir sollen direkt zum Hafen nach Hause. Also werde ich das mal machen. Und ich bin schon ganz gespannt. So, ich hoffe mal, Tonbild passt alles. Sprich, auch wenn ich das aufnehme, aber ist ja so gesehen ein Livestream. Alles live ungeschnitten, so wie es ist, so passiert. Und bevor ich es vergesse. Zwei, drei Sachen noch vorneweg. Ihr kriegt jetzt wieder kostenlos 50 Opale für Räder. Oder von Räder. Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaube für Räder. Genau. Zweitens, ich bin da ja nicht ganz so drin. Das ist so ein Part, den ich nicht unbedingt so auf dem Schirm habe. Nee, das war nicht richtig. Achso, doch. Kann ich hier reingehen. Erstmal hier Mjölnir habe ich als letztes. Sprich Thors Hammer. Aber ich muss jetzt erstmal scrollen und suchen. Das war das Schöne. Skadis Klinge. Genau. Jetzt muss ich hier. Und zwar das wollte ich. Klaue des Waldran. Ihr werdet jetzt euch unter Umständen fragen, wieso, weshalb, warum. Das Ganze ist ganz einfach. Das ist eine von den Assassin's Creed Mentoren entworfene Klinge. Sprich, wieder hoch. Moment. Wo ist sie denn? Ja, dieses mystische Kurzschwert ist in der Art und Weise von den Mentoren entworfen worden. So, und dann... Boah, ich bin da schon wieder ein bisschen raus, ne? Kann man das glauben? Nein. Eigentlich müsste das doch übers Inventar gehen, ne? Soll ich mal ganz ehrlich sein? Ich habe gerade den... Nee, warte mal. Gar nicht mal doch den Filmriss. Eigentlich schon, aber irgendwie doch nicht. So, er sitzt hier und will was haben. Da werde ich mich gleich mal drum kümmern. Aber ich werde mal ganz kurz hier hoch in der Siedlung. Ich mag's ja, ne? Könnt ihr mir vorstellen, dass das ein bisschen laut ist? Oh, ich muss mal gerade ganz kurz gucken. Im Hauptmenü. Hat sich da irgendwas umgestellt? Audio. Gesamtlautstärke ist nur 65. Okay. Dann ist das unter Umständen bei mir auf die Ohren ticken zu laut. Was gerade gemacht? Ja, genau. Ihr könnt es gerade sehen, ich stelle gerade mal meinen hier so ein bisschen runter. Vielleicht ist das nur auf die Ohren, wenn nicht, einfach Bescheid sagen. So, und zwar... Eivor, sieh dir mal meine neuen Zeichnungen an. Genau. Und zeigst du mir deine Waren? Und zwar im Bereich... Oh, ich glaube, auf dem Rücken war es. Gibt es auch schon das neue Set oder hat das bei mir nicht übernommen? Die Schwesternschaft? Nee, ich glaube, er hat das bei mir noch nicht übernommen. Alles? Nun muss ich gehen. Auf bald. Hoffentlich genau. Bis bald. So, Nochmal ins Hauptmenü.
Genau, und zwar Ubisoft Connect, genau. Und dann gibt es neue Belohnungen. Und Klaue des Valkan habe ich euch gezeigt. Und das Wappen der Mentorengilde habe ich mir auch schon eingelöst. Nee, das brauche ich nicht. Ich muss mal gerade gucken. Genau, hinten Mentorengilde. Warum wurde das mir nicht angezeigt? Ich sage ja alles live ungeschnitten. So ist das. Gut. Gehen wir mal wieder zurück. Dann muss ich's. Reders Laden, genau. 50 Opale für Reders Laden. Nicht von, sondern für. Siehst du, Dankeschön. Ich wusste, kann auch sein, dass das noch dauert. Zeig mir, was du anzubieten hast. Aber eigentlich. Odin Segen. Ihr habt es ja gerade gesehen. Das müsste dann eigentlich. Ah, da. Es hat gedauert. Hier, so sieht das Ganze nämlich aus. Mentor Skill. Na, mit Sicherheit werde ich das nehmen. Was habe ich eigentlich auf der Brust installiert? Installiert klingt auch schon wieder so richtig komisch, ne? Raugner, Runstein. Mismir. Ich könnte ja mal gerne mir sagen, was ihr da genommen habt. Ich habe das eh nicht so auf die auf den Blick. El, Jürgen, die im Schrei. Plünderer. Kopf. Oh Gott, hier habe ich auch schon eine Menge. Mist. Odins Segen. Das sieht noch nicht mal so schlecht aus. Nehmen wir doch das hier mal, wa? Rumpf haben wir da. Linker Arm haben wir Odins Segen. Sorry gerade, aber Plünderer, Draugnau. Wir können ja einfach mal. Rumpf, Kopf. Kopf haben wir eigentlich auch. Rumpf. Rechter Arm haben wir hier Odins Segen. Da nehmen wir jetzt auch von da hin auf den Rücken. Da nehmen wir definitiv das Assassin's Creed als Bart. Ich mag irgendwie den klassischen Look, den er immer hatte. Und das Haupthaar. Hat er den Bart nicht übernommen? Genau. So lassen wir ihn. Kann ich noch etwas für dich tun? Nee, gerade los. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Einen schönen Tag dir. So, und nachdem wir jetzt endlich genug Zeit verplempert haben hier, Entschuldigung, wenn ich das mal so ausdrücke, werden wir uns jetzt auf den Weg zum Hafen machen, weil die Aussage war ja, Moment, gibt es eigentlich im Bereich Quest Neues? Nee. Aber da war ja ein netter Kollege, der gesagt hat, ey, ich habe was, möchte mich mit dir unterhalten. Wo ist er denn hin? Sei gegrüßt, Eivor. Was läuft denn hier? So, dann unterhalten wir uns erstmal mit dem, wa? Nimm mich auf. Und ich zeige. Solltest du deine Meinung ändern, bin ich hier. Okay. Nee, nach Finnland wollen wir auch nicht. Ich komme wieder. Und ich werde hier sein. Genau.
Aber das ist doch eigentlich der Hafen. Da drüben steht doch Vaughn. Übrigens hier, ne? Mein Eismännchen. Mit Vaughn können wir ja eigentlich... Nee, das ist es auch nicht. Wo ist denn der nette Kollege, den wir ansprechen dürfen? Hier laufen wohl schon die ersten Vorbereitungen, wa? Für das neue Fest. Sehr schön. Aber wo ist denn der Kollege, mit dem wir uns unterhalten sollen? Weil der ist es nicht. Genau. Mannschaft verweilen. Ich muss los. Bis bald. Bitte. Aha. Willkommen, Björn. Ich hoffe, du findest im Rabenclan eine neue Heimat. Das hoffe ich auch. Ich richte mich gleich ein. Aha. Also ich bin ja gerade nicht ganz... Er stand doch im Hafen. Im Hafen stand doch... Ist irgendwie... Was los? Oder habe ich jetzt einen Filmriss? Und überall tauchen neue Zeichen auf. Ich meine, bei mir sieht das sowieso aus, als hätte ich gar nichts gemacht gefühlt, aber eigentlich habe ich was gemacht. Und gegenüber vom Fluss ist auch was aufgetaucht. Bin ich ja mal gespannt. Jetzt mal ohne Scherz, meine Damen und Leute. Das liebe ich nämlich. Das ist viel, manchmal viel mehr wert als alles anderes. Alles andere. Entschuldigung, die Ausdrucksweise. Ich glaube, das ist mein Pferdchen nach dem Pharao-Style. So, und jetzt höre ich da einfach mal hoch und wir gucken uns das mal an. Ansonsten muss ich ja fast schon den Gedankengang haben, dass ich komplett irgendwo zu dusselig war. Was müssen wir hier machen? Flusswälze darbieten. Laute Shopvergabe. Morgen kämpfen wir, ich und mein Bruder. Diese Fehde zwischen uns hat ihren Höhepunkt erreicht. Am Ende wird einer von uns über der Leiche des anderen stehen und unsere Söhne werden Zeugen sein. Gewähre mir den Sieg, Odin, und ich werde meinen Sohn und meinen Neffen zu den besten Kriegern heranziehen, damit sie sich einen Platz an deiner Tafel verdienen. Also das ist es irgendwie auch nicht. Jetzt bin ich ein wenig konsterniert, um das mal wirklich so auszudrücken. Wir machen das mal anders. Wir gehen mal hoch da. Ich bin gerade echt am Überlegen, wo mein Gedankenfehler liegt. Falls ich überhaupt einen habe. Ja, sieht gar nicht mehr schlecht aus, die Rüstung, ne? Hat was. Würde mich mal interessieren, welche Rüstung ihr benutzt oder angelegt habt. Aber wo ist hier bitte der neue? So, das eine ist der Schiff. Ehre, dich wiederzusehen, Eivor. Der Schiffsbauer. Was geht denn da drüben vor sich? Aha. Ist dir so etwas schon mal untergekommen? Was ist denn los? Die Tiere auf der anderen Flussseite. Sie drehen völlig durch. Mein Schwein biss sich durch den Zaun und sprang in den Fluss. Es hat versucht, hinüber zu schwimmen. Ich habe Krähen gesehen, die sich gegenseitig angriffen.
Was hat das zu bedeuten? Beunruhigend. Mein Rabe sieht vielleicht mehr. Schönen! Guckt ihn euch an. Das ist bei mir Sühnen. So, achso. Geht wieder nicht, ne? Nee. Sühnen ist wohl auch betroffen. Wir müssen etwas tun. Glaubst du, wir sind in Gefahr? Ich werde dem nachgehen. Wir sind doch nicht in Gefahr, Mensch. Bleib doch mal ruhig. Moin. So, was geht? Es geht los, ne? Gräber der Gefallenen. Die Tiere drehen hier gerade alle ein wenig durch und da ist ein neuer Point aufgetaucht, den ich mir jetzt angucke. Da ja seit wenigen Stunden das neue Update verfügbar ist. Beziehungsweise so gesehen dann auch der neue Inhalt mit Gräber der Gefallenen. Das werde ich mir jetzt mal angucken. 35 Meter, da muss das hier sein. So. Wäre ich ja mal gespannt. Was mich erwartet. Was ist das für Seda? Es ist doch kein Seda. Oh, hinein in die Gruft. Drücke, um eine Quest nachzuverfolgen. Wir haben doch noch gar keine Quest. Ich habe nur noch in Frankreich, dass ich meinen Widerstand ein bisschen erhöhen kann auf 200. Deswegen. Manius Heiligtum. Dort befinde ich mich jetzt. Wir nehmen meine Fackel mit. Dann kommen wir hier wieder drüber raus. So, so geht das wieder nicht. Nee. Wobei, Moment. Was haben wir hier? Brief. Befehl von Nero Claudius Germanicus, Kaiser von Rom. Manius, ich kenne dich als fähigen Baumeister mit kühner und manchmal diabolischer Fantasie. Daher gebe ich dir diesen gewichtigen Auftrag. Die Barbaren aus Britannien haben angefangen, sich in den Gräbern ihrer heiligen Helden zu sammeln, als wären es heilige Schreine. Dort zetteln sie eine Rebellion gegen Rom an, und das heißt gegen meine eigene Person. Das kann ich nicht tolerieren. Allerdings, Manius, habe ich meinen Seher beauftragt, einen Mann voll geheimwissens. Die Auspizien sagen ihm, dass das Schänden der Gräber oder selbst ihrer Verschließung für die Öffentlichkeit einen Sturm an Unglück über mich bringen würde. Du erkennst das Problem. Du musst die Gräber unversehrt lassen, aber den Zugang zu ihnen so gefährlich machen, dass ein Besuch undenkbar wird. Ich bitte dich nicht um einen Gefallen, Manius. Dies ist ein Befehl deines Kaisers. Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus. Okay. So, was ich jetzt gerade ehrlich gesucht habe... Ist das hier? Ich habe doch geahnt, irgendwo müssen so lungern. Dann spare ich mir nämlich den Pfeil, ne? So, kurz warten, bis das Ganze hier abgefackelt ist. Und... Oh, das hat sich doch gelohnt. Vor allen Dingen das alte Kissen, ne?
Achso. Die Fackel. Und dann geht's gleich weiter.